freue mich. Deadly Premonition geht heute in die nächste Runde. Vielleicht die letzte Runde. Bin mir noch nicht sicher. Wir hätten nämlich einige Nebenquests, die wir jetzt noch machen könnten. Einige noch und manche sogar nur jetzt im Epilog. Das wäre schon auch interessant, finde ich. Hallo Finn und hallo Anna. Wie geht's euch? Hey, Metatron und Mr. Skyline. Hallo. Willkommen. So. Genau, wir bleiben heute noch ein bisschen in Deadly Premonition, weil es gibt eben, wie schon gesagt, nicht nur Quests, die wir immer noch machen können, sondern auch welche, die wir nur jetzt im Epilog machen können. Und das könnte vielleicht interessant sein. Noch ein paar Ausklingdialoge mit verschiedenen Figuren. Und je nachdem, wie die Nebenquests so sind und wie umständlich das wird, die zu finden, weil teilweise ist es in dem Spiel ein bisschen, naja, hätte man ein bisschen schöner machen können, ein bisschen übersichtlicher. Aber je nachdem, wie viel Spaß uns macht, beenden wir dann heute Nacht um 11 entweder das Spiel endgültig und verlassen das Spiel, also schließen es ab, können wir jederzeit machen. Oder aber wir machen das erst im nächsten Stream vielleicht. Mal schauen. Und danach gibt es einige von Patreons gewählte Streams nachzuholen, die jetzt wegen Deadly Premonition, weil ich das möglichst am Stück machen wollte, quasi verschoben wurden. Hi Ramsi, hallo. Metatron und Ramsi. Dankeschön fürs Abonnieren. Der Glücksmonat. Wirklich? Warum ist jetzt Glücksmonat? Aber cool. Hey Cludo, hallo und danke fürs Raiden. Hier wird man abonniert und geradet ohne Ende. Cool. Ich glaube, in keinem anderen Kontext, außer auf Twitch, ist es was Gutes, wenn man sagt, hey, ich wurde geradet. Yeah, Raider. Ich wollte mal schnell schauen, weil es gibt eine Nebenmission. Wo war sie denn? Ich kann euch gleich erklären, warum das mit den Nebenmissionen im Spiel so eine Geschichte ist. Glücksmonat, weil 13 Monate... Ach so, du bist seit 13 Monaten Abonnent, jetzt verstehe ich. Ah, ja, das wird schon hinhauen. Was wollte ich sagen? Ach so, genau, jetzt zeige ich euch gleich, warum das mit den Nebenmissionen in dem Spiel manchmal ein bisschen... Naja. Okay, genau, ich habe mir gedacht, Harry Stewart hat nämlich in Kapitel 26 jetzt noch eine Mission für uns. Und... Das ist, glaube ich, interessant. Vor allem ist der ganz in der Nähe. Das Problem ist nur, ich kann mir das jetzt nicht irgendwie anzeigen lassen oder so. Ich kann im Grunde auch mir nicht Harry anzeigen lassen. Ich muss jetzt hier bei den Nebenmissionen schauen und sehen, aha, es gibt eine, ich bin in Kapitel 26, Kapitel 26, fast von Harry Stewart. Dann gehe ich auf die Karte und muss Harry Stewart suchen. Das ist wirklich, was man machen muss. Zum Glück ist der hier gleich ums Eck. Und jetzt muss ich versuchen, den irgendwie zu erwischen. Gibt's Äftel mal wieder Fallout 4? Ja, und zwar erst vorgestern. Nee, gestern, oder? Gestern gab's Fallout 4 und morgen gibt's auch Fallout 4. Jeweils eine Stunde lang auf Landsquid Bird Rider Let's Play. Zweimal in der Woche mindestens eine Stunde oder ungefähr eine Stunde Fallout 4 und Fallout 76 auf Landsquid Bird Rider Let's Play. Hi, Felix. Er meint im Stream, nee, im Stream glaube ich nicht, dass es so schnell wieder Fallout 4 geben wird. Habe ich jetzt gar keine Pläne und habe vor allem so viele andere Sachen, die ich gerne streamen würde. Deswegen wahrscheinlich eher nicht. Hi, Ferderhock, hallo. Aber hey, das kann sich bei mir immer, ne, das ändert sich bei mir teilweise viertelstündlich. Wer weiß. Wer weiß. So, jetzt nehmen wir uns mal ein Auto und schauen mal, dass wir Harry erwischen. Stehen jetzt hier eigentlich auch meine gekauften Autos, meine beiden? Ich dachte eigentlich, dass die immer auf... Nee, anscheinend nicht. Naja, egal. Nehmen wir das. Ist auch cool. Hallo, Mr. Snake. Hallo. Erstmal vielleicht zur Info. Gerüchten zufolge hat Konami sich aus dem Spielemachen zurückgezogen und Sony hat die Marken wie Silent Hill... Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wieder neue Gerüchte sind, aber die alten Gerüchte, dass Sony an den Marken interessiert ist und die kaufen will, wurden von Sony immer stark dementiert. Und auch, dass Kojima an dem Metal Gear oder Silent Hill arbeiten soll, wurde jetzt auch dementiert. Kojima hat auch gesagt, dass das Projekt, an dem er jetzt gearbeitet hat, abgesagt wurde. Das heißt, ich glaube, dass die Infos nicht mehr aktuell sind, Ferderhock, die Leaks. Ich glaube, die wurden schon
haben sich schon als falsch herausgestellt. Lancelot, hallo. Uchima hat die Gerüchte auch dementiert, ja, okay. Das neue Shanti, ja, das habe ich mir auch schon angeguckt. Ich habe nur eins von den Shanti-Spielen gespielt, fand es aber eigentlich sehr gut, wirklich super. Das ist schon cool. Okay, ich muss mal ganz kurz... York, so. Can you hear me? Hören wir uns den Dialog mal an. Ramsey, vielen Dank. Jealous. Katzenfutter und Cola, danke schön. I'm all alone on this side now. But don't worry, York. I've had it easy for so long having you with me. I need to get used to being on my own. Irgendwie nur auf einem Ohr was vom Spiel. Moment. Da jetzt. Das steckt aber nicht richtig drin. Ja, wenn ich die Dinger umfahre, verdienen wir dann Geld? Ja, du hast das auf FBI eigentlich alles bezahlt. Ramsey, danke für die Bits. Yay. Der Hype Train kommt. Juhu. Hype Train Alarm. Jetzt können wieder neue Emojis verdient werden. Wo ist es denn? Ich find's nicht. Katka, danke fürs Subscriben. Voll nett. Wir Wiener Waschweiber wollen weiße Wäsche waschen und wir müssten was und wir wüssten, wo warmes Wasser wäre. Warmes Wasser wissen wir. Weiße Wäsche waschen wir. Ramsi, nochmals danke. Für die Bits. Das Glas füllt sich. Das ist immer echt schön. 98% Hype Train. Jetzt fehlt nicht mehr viel. Aber ich finde das... Da ist es! Give him the bits! The bits! The bits! The bits! The bits! The bits! Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Die Bits! Okay. Jetzt kann ich endlich mal kurz auf die Karte gucken, ob ich überhaupt in die richtige Richtung fahre. Hallo Eisenohr, wie geht's? Was ich mich frage, war er eigentlich schon die ganze Zeit blond? Und der Spieler hat ihn nur nicht so wahrgenommen. Ja, das kann sein, vielleicht war sein Selbstbild nur ein anderes. Das kann schon sein. Und in Wirklichkeit sah er schon die ganze Zeit so aus. Gut möglich. Mr. Snake, dankeschön fürs Abonnieren. So, die Stufe 1 Hype Train abgeschlossen. Kriegen wir jetzt schon was dafür? Weiß es nicht. Eigentlich schon, oder? Wahrscheinlich erst, wenn der Hype Train abgeschlossen ist. Noch 4 Minuten 30 Sekunden und 3 Viertel voller Stufe 2 Hype Train. So, ich glaube, ich fahre natürlich, weil das hier ist Deadly Premonition, in die falsche Richtung. Und die ich suche, sind schon längst über alle Berge. Na, super. Wo fährt denn der immer hin, der Mr. Stewart? Ich habe ihn auf jeden Fall verpasst. Das wird jetzt, glaube ich, heute im Stream. Nur damit ihr es schon mal wisst, damit ihr euch schon mal mental drauf einstellen könnt. Mentol drauf einstellen könnt. Wir werden sehr viel durch die Gegend fahren und Leute suchen, von denen wir keine Ahnung haben, wo sie sind. Nur, dass ihr es wisst. Worum geht's denn? Bei was denn? Worum geht's bei was? One more thing, York. Ja. I hope things are going well with Emily. You've always been horrible with women. I gave you tons of advice during your last relationship. And you ignored all of it. I'm sure Emily will take the lead. Just don't fight her. Let her steer you in the right direction. Naja, lebt jetzt quasi in dieser Illusion. Oder vielleicht ist es ja, gibt es ja in dieser Welt hier wirklich so Sachen, dass jetzt sein alter Ego und die tote Emily miteinander irgendwie im Wald als Geister leben. Naja, warum nicht? Dankeschön, Mr. Snake, für die Bits. Das Glas wird ordentlich vollgefüllt mit Liebe. Voller Herzchen. Ganz viele daneben gepurzelt. Ja! Cool. Was in dem Spiel? Oh Gott, das ist zu viel zu erklären. Schau dir, die Let's Plays kommen demnächst.
Na, dauert noch ein bisschen, bis die alle kommen. Aber das musst du dir als Let's Play dann anschauen, weil das ist sehr viel Story. Das ist ein sehr langes, komplexes Spiel. Und da, wow, das Glas explodiert. So viel Subscription. Metatron verschenkt Abos an alle. Das ist super cool. Somit ist der Hype Train Stufe 2 auch schon abgeschlossen. Yeah. Voll cool. Und die... Alles ist durchgedreht. Alles ist eskaliert. Sehr schön. Wir sind jetzt quasi mit dem Spiel schon durch, wollte ich noch sagen, und sind im Epilog. Das ist jetzt quasi nur noch so ein bisschen Aufräumarbeit. Ach, die Quest, die wir gerade machen, jetzt im Stream, wie gesagt, das weiß ich selber noch nicht. Das sind jetzt Nebenmissionen, mir wird nur angezeigt, dass es die gibt, aber ich weiß noch nicht, worum es geht. Das zeigt sich erst noch. Ramsi, Dankeschön für die Shamrocks. Ja, stimmt, das Glas ist leer und muss jetzt wieder aufgefüllt werden. Oh, das ist schon echt cool. Dieses Glas ist einfach toll. Dankeschön an euch alle. Und der Hype Train ist schon auf Stufe 3. 60% gefüllt. Ich glaube, so hoch... Ich weiß nicht, ob wir schon mal auf Stufe 3 waren. Ich weiß es wirklich nicht. Aber höher auf keinen Fall bis jetzt. So, ich suche jetzt mal... Das ist auch so eine Sache. Ich kann hier nämlich schon irgendwie so wichtige Gebäude durchschalten. Aber teilweise bringt das nicht unbedingt was. Und noch dazu... Selbst wenn, muss ich dann immer mich selbst wieder im Verhältnis zu dem finden, dass ich hier... Ah, es ist eine Katastrophe, die Navigation in diesem Spiel. Okay, das sind wir. Wenn ich jetzt hier lang war. Weit kann er nicht gekommen sein, der Steward. Sind die beiden? Nee. Ich glaube, die Symbole hier sind immer Nebenmissionen, oder? Bin mir nicht sicher. Aber ich weiß, dass es zum Beispiel auch beim Waffenbesitzer eine Mission gibt. Aber vielleicht nicht um die Uhrzeit. Das kann schon sein. Harry Steward, den suche ich. Der hat aber kein Missionssymbol. Warum nicht? Und wo fährt er überhaupt hin? Was ist hier überhaupt los? Muss ich nochmal seine Mission suchen? Es ist schon super umständlich. Aber gleichzeitig fühlt es sich auch wirklich so ein bisschen an, als würde man so seine Unterlagen durchgehen und nachgucken. Da steht auch keine Uhrzeit dabei. Hm. Schwer zu sagen. Ramsi, nochmals danke für die Roboter. Die Mr. Destructoids. Oh Gott, die rieseln aber ganz schön. Da ist, landet einer im Glas. Ja, einer. Einer schafft ins Glas. Komisch, oder? Manche... Da laggt es dann auch bei manchen Emojis richtig, das Glas. Und dann dreht die Physik komplett durch irgendwie. Cool. Ich fahr jetzt mal so ein bisschen durch die Gegend. Ich fahr jetzt mal hier, die Abkürzung. Weiß nicht, wo uns die hinführt. Vielleicht finden wir was Interessantes. Vielleicht geht auch das Auto kaputt und wir sind irgendwo in der Prärie gefangen. Alles möglich. Aber ich hoffe, es ist eine Abkürzung. Und da rammt sie noch als Danke. Für die Einhorn-Schneemänner, oder was? Das schon irgendwie, oder? Cheer Whale. Ach so, das sind... Na, irgendwie aber... Weiß nicht, was das ist. Ich weiß es nicht. Dankeschön. Das Glas füllt sich. Der Hype Train wird am Leben erhalten. 63% Hype Train. Aber ich glaube, hier wird knapp. Eine Minute nur noch. Und es wird immer schwerer hochzuleveln, offensichtlich. Dafür sind wir noch nicht genug, wahrscheinlich. Legion ist unser Name eben noch nicht, sondern nur Land Squid. Nein, Auto umgefallen. Na super. Metatron, verschenkt noch mal eine Ladung. Verschenkt noch mal eine Ladung Abos. Und wir sind... Wow, und das Glas explodiert. Und Ramsi noch mal mit ordentlich Bits. Holy Potato. Irrer Scheiß. Und schon ist die Stufe 3. So viel Hype hatten wir noch nie. Der ultimative Hype-Rekord heute hier. Mein Gott, Hype-Train Stufe 4 auf 92, 93% jetzt. Ha, das ist echt cool irgendwie.
Ich verstehe nur so halb, was überhaupt los ist. Aber es ist super cool. Top-Supporter des aktuellen Hype-Trains. Metatron und Ramsey. 4 Emojis stehen momentan auf dem Spiel. Ich finde das irgendwie lustig und bekloppt, aber voll cool. Soll ich mal ehrlich sein? Ich finde es besser, wenn du jetzt den Kanal... ich finde es besser, wie du jetzt den Kanal machst. Let's Plays und ich glaube auch, dass das getrennt jetzt besser ist. Ich glaube schon. Das ist eigentlich längst überfällig gewesen, aber ich habe mich nie getraut, das zu machen, weil es jetzt eben erstmal natürlich schon auch Nachteile mit sich bringt für mich, aber ich glaube, auf lange Zeit ist das wirklich besser. Ramsey, yeah! Hype! 93% und 4 Minuten Zeit. Ich kann überhaupt nicht mich aufs Spiel konzentrieren vor lauter Hype hier. Total cool. Total crazy. So. Lass mich doch mal auf die Karte gucken. Ich weiß schon überhaupt nicht mehr. Ach doch, ich wollte hier in der Stadt nämlich irgendwo hinfahren. Weil irgendwo beim Schrottplatz war nämlich tatsächlich eine Quest. Da fahren wir jetzt mal hin. Hallo, Fallen Crusader. Überall Deiche in dem Spiel. Was? Oh, die Fahrphysik von unserem Auto hat sich gerade sehr stark zum Negativen verändert. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Das ist noch schwammiger als vorher. Fallen Crusader, Dankeschön für die Bits. Hype Train ist auf 95%. Total cool heute. Was ist denn heute hier los? Alles dreht durch. Das Spendenglas, das Spitzglas wird immer wieder gefüllt und explosionsartig geleert. Das ist total cool. Dankeschön an alle fürs Hype-Train-Füttern. 95%. Bald haben wir Stufe 5. Dann haben wir Twitch durchgespielt. 99%. Dank Ramsey nochmal. Oh oh, das wird wieder ein dicker. Ja, da. Aber ist gar nicht so. Hat nicht so viel Sprengkraft gehabt. Oh Mann, oh Mann. Genau. Im Grunde einfach nur ein ganz normaler, also nicht normaler, ein außergewöhnlich großer Stream-Hype. Das ist einfach so eine Twitch-Funktion mit diesem Hype. Sie ist relativ neu, so viel ich weiß. Oder bei uns ist das nur noch nie vorgekommen. Aber... alle Aktionen, alle Interaktionen, Bitspenden, Abos, alles wird quasi zu so einem virtuellen Hype-Train dazugerechnet. Und jeder, der jetzt dann dabei ist, wenn der Hype-Train endet, kriegt quasi Emojis oder Smileys halt quasi für den Twitch-Chat. Und je mehr jetzt zusammenkommt, desto cooler die Belohnungen. Ramsey und Fallen Crusader, danke euch nochmal für die Bits. Da ist das Glas wieder gesprengt worden, während ich das erkläre. Ja. Yeah. Stufe 5 Hype Train. 36% gefüllt. Letzte Stufe. Lass den Hype so lang anhalten, bis die Zeit abläuft. Oh, das ist tatsächlich die letzte Stufe. Ich habe noch einen Scherz gemacht. Aber wenn wir jetzt nochmal den Hype Train vollkriegen auf Stufe 5, dann haben wir Twitch durchgespielt. Yes. Das wäre super cool. Aber... schauen wir mal. Ich meine, das wird jetzt, glaube ich, schwer, das zu füllen. Ramsey, Dankeschön. 27 Bits nochmal. 37%. Ich glaube, das wird jetzt wirklich schwer. Aber ich halte momentan alles für möglich jetzt. Ich rede jetzt mal kurz mit dem Channel währenddessen, damit wir auch im Spiel wenigstens ein bisschen vorankommen. Und nicht nur ein Hype-Train-Stream hier draus wird. Ja, weil er hat anscheinend eine Mission. Sie kommen wie gerufen, mein Sohn. Dann rede ich mal mit ihm nämlich stattdessen. Fallen Crusader, nochmals Dankeschön. 40% Hype Train. Und Ramsey nochmals. Danke für die nochmal 100. 44 auf 44. Ich wollte schon sagen, oh wow. Da kommt nochmal ein dicker Brocken. Ramsey nochmal 100. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das Glas ist, glaube ich, ein bisschen hinterher. Oder voraus? Ich glaube, das ist voraus. Cool. Das Glas kann in die Zukunft droppen. Ein Tentakelwurm. So sieht's aus. Das ist ja cool.
Genau. Jetzt hat er eine Now then, young fella. How do you feel about your current vehicle? God, my vehicle? It's a piece of crap, but I'm not here to talk about that. Then how about a little treasure hunt? Listen up, young man. My junkyard is actually a mountain of treasure. All kinds of treasure lies in those mountains of junk. The problem is, there's so many, I've lost track of where everything is. Yeah! You've caught on already. I can see it in your eyes. Ich will ihn grad nicht reinquatschen. I need you to head out in the yard and find certain things for me. If you help me out, I'll customize your car a little. What are you talking about? Didn't I tell you to shut up and listen to your superiors? Now, will you do it or not? I don't see any reason to refuse. Well said. First, I'll need some low gear parts. With that, I'll be able to boost the engine of your car. You'll find one around E5. Go! Don't just stand there, get going! Okay, wir haben gerade eine Nebenquest erhalten. Ich habe nur so halb zugehört. Wir kriegen unser Auto wieder, wenn wir das machen, auf jeden Fall. Das ist schon mal cool. Und dank Werderhock, der nochmal eine ganze Ladung Abos für den Kanal verschenkt hat und Ramsey, der nochmal ordentlich gebittet hat, sind wir jetzt hier auf 131% der Stufe 5 Hype Trains angestiegen. Dass man den Hype Train nicht... Das muss ich mal schauen, ob man den auch visualisieren kann. Das ist super cool. Somit haben wir Stufe 5 erreicht. Durchgespielt. Wow, vollen Crusader. All in. Nochmal 1000 Bits. Bam. Das war ein schweres Herz, das da ins Glas geplumpst ist. Und somit auf 164%. Sehr, sehr cool. Twitch ist durchgespielt. Ab zu Mixer. Ja, genau. Machen wir jetzt mit jeder Streaming-Plattform. Sehr cool. Jetzt dauert es noch 40 Sekunden, ein bisschen länger. Dann ist der Hype-Train abgefahren quasi. Und dann schauen wir mal, was wir dafür kriegen. Ich bin gespannt. Das ist jetzt wahrscheinlich eine ganze Ladung. Kriegt die dann wirklich jeder, der dabei ist? 6 Stufen... Stufe 1 Abos oder 3000 Bits beitragen. Ach so, ja, das haben wir schon. Du kannst ein Emote pro Hype Train verdienen, indem du während des Events abonnierst, ein Abo verschenkst oder mehr als 100 Bits verwendest. Ach so, nur für die, die wirklich am Hype Train mitgemacht haben. Okay, ich verstehe. Und ich krieg komischerweise auch was. Ne, warum nicht? Dankeschön. Du hast ein Level 5 Hype Train Emote erhalten. Toot toot Hype Punk. Okay, cool. Red. Habt ihr jetzt auch alle den gleichen bekommen? Ja, der Metatron postet auch. Der Werderhock. Da ist der Tutut. Punk Train. Train Hype Punk heißt er, genau. Sehr gut. Die Emojis werden ausgeliefert. Da werden aber ganz viele unterschiedliche angezeigt irgendwie da oben, oder? Komisch, komisch. Verstehe ich alles noch nicht so hundertprozentig. Aber ich glaube... Nee, genau, das war jetzt dieser Hype-Punk, genau. Aber ich habe schon mal den Hype-Ghost, die Hype-Chest und den Hype-Punk bekommen durch Hype-Trains vorher. Yeah, dankeschön, Leute. Die Smileys, die Emojis habt ihr euch verdient. Der Hype-Punk ist am Start. Coolio. Ach ja, das war jetzt aufregend. Das war ein Abenteuer. Das war cool. Ich muss mir mal irgendwann anschauen, wie der Hype Train genau funktioniert und ob man den vielleicht auch irgendwie visualisieren kann. Ich fände es ja super cool, wenn da wirklich im Video ein Zug durchfahren würde. Auf dem Waggons steht dann am besten. Sowas habe ich mal irgendwo gesehen. Jetzt, wo ich sage, glaube ich, irgendwo in einem Stream habe ich das mal gesehen. Dass wirklich so ein Zug durchgefahren ist mit Namen der Leute oder so. Ich weiß es nicht. Nächstes Mal spielen wir YouTube durch. Ja, 100.000 Abonnenten auf YouTube. Dann betrachte ich das für mich durchgespielt. Das war immer mein Ziel. Irgendwann mal 100.000 Abonnenten für den Kanal. Das wäre das Ziel, das große Ziel, das ich erreichen will. Das ist ein großes Ziel, aber ich finde ein einigermaßen realistisches Ziel.
das kriegen wir noch hin. Die 100.000 knacken irgendwann die nächsten Jahre. Kann manchmal ganz schnell gehen, aber vielleicht auch nicht. Wer weiß. Oh, erstmal durchatmen. Nach so viel Abenteuer, nach so viel Action. Kauf dir Bots. Ja, das stimmt. Zur Not würde das gehen. Ich mache ein eigenes auf Patreon. Alles Patreon-Geld geht jetzt in Abo-Bots für den Kanal. Dann schaffen wir es auch. Oh Gott, oh Gott. Quatsch. Machen wir natürlich nicht. Okay, der General Lysander hat uns eine Quest gegeben, damit wir unser Auto kriegen. Mehr Katzenvideos, das wäre vielleicht eine Idee. Ich meine, ich habe ja, wie heißt es gleich nochmal, Out of Bounds. Mit Out of Bounds habe ich ja quasi ein Format etabliert, mit dem er auch mal über Sachen redet oder Sachen zeigen kann, die nichts mit Videospielen zu tun haben. Könnte man auch mal ein Katzenvideo machen. Warum nicht? Fehlen nur noch 63.000 Abos. Eben. Quasi über ein Drittel haben wir jetzt in 4 Jahren zusammengekriegt. Das heißt, in spätestens 8 Jahren erwarte ich 100.000 Abonnenten gefälligst. So. Was machen wir jetzt? Finden Sie die Niedriggangteile auf dem Schrottplatz. Okay. Auf dem Schrottplatz sollte nicht so schwer sein, oder? Das Blöde ist, dass ich keine gute Kamera zu Hause habe. Deswegen habe ich wirklich auch noch nicht wirklich Katzenvideos gemacht, weil ich habe nur mein iPhone, aber das ist schon ein bisschen älter, und mein Tablet, das von Haus aus keine super gute Kamera hat. Die haben einfach alle keine gute Qualität. Ich habe einfach nichts, mit dem ich gute Videos machen kann. Also so gute Realweltaufnahmen. Und das hindert mich immer dran. Sonst hätte ich vielleicht wirklich schon öfter mal Katzensachen gemacht. Ich glaube eben wirklich, dass auf lange Sicht oder auf mittlere Sicht im Grunde so gesehen auch der Hauptkanal jetzt eben wirklich davon profitiert, dass der nicht mehr mit Let's Plays zugebombt wird. Weil sehr viele Leute halt, die große Mehrheit einfach von den Abonnenten, interessieren sich halt einfach mal hauptsächlich oder vielleicht sogar nur für die Lore-Videos und für die Special-Videos. Und denen, für die wurde halt dann quasi einfach die Timeline, wenn die abonniert haben, immer mit Let's Plays zugebombt. Und dass das auf, wenn man wirklich die Timeline nutzt, kann ich verstehen, dass das nervt. Deswegen haben mir auch immer wieder viele geschrieben von wegen so, oh, sie würden gern abonnieren, aber ist doof, weil, ne, so viele Let's Plays dauernd und die, ich will das nicht in meiner Timeline haben. Und schon allein deswegen glaube ich, dass das wirklich eine gute Idee war. Und für alle, die gern die Let's Plays gucken, geht dadurch ja auch nichts verloren. Das ist eben das Gute. Eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Nur jetzt am Anfang ist es für mich keine Win-Situation, weil mir halt jetzt ganz einfach Einnahmen fehlen. Ist eh klar. Weil jetzt der neue Kanal ist noch ziemlich klein. Wobei jetzt auch schon über 700 Abonnenten, nur noch ein paar, das mit der auf 1000 ist. Das wäre so super, wenn das noch hinhauen würde. Dann ist YouTube durchgespielt. Zumindest der Let's Play-Kanal ist dann durchgespielt. Bei 1000 Abonnenten kann ich nämlich wieder monetarisieren. Und die Klicks der Let's Plays auf dem neuen Kanal sind zwar jetzt auch niedriger, ist eh klar. Weil YouTube halt einfach meinen alten Kanal als wichtiger einschätzt als meinen neuen und die Videos eher empfiehlt. Und deswegen kommen da mehr Klicks zusammen. Aber im Endeffekt, sobald ich den Let's Play-Kanal monetarisieren kann, sobald der 1000 Abonnenten hat, ist hier auch der Einbruch der Einnahmen wieder ein bisschen ausgeglichen. Dann ist alles cool. Qualität ist egal, mach einfach Katzenvideo. Na gut, ich überleg mal, ich schau mal. Das kriegen wir schon hin. Ach, wie schade, dass es keine Wunschliste mehr gibt. Ich find's auch schade. Das wäre echt cool, finde ich. Aber die haben die Wunschliste leider eingestellt bei Streamlabs. Die gibt es leider gar nicht mehr. Und ich habe nach vielen Möglichkeiten gesucht, wie man wieder eine Wunschliste machen könnte. Aber so schön eingebunden, wie die vorher war. Gleich mit der Spendenleiste, mit Einblendungen in dem Stream. Das weiß ich. Also ich krieg's nicht hin. Ich wüsste nicht, wie es gehen soll. Ich habe viel versucht mit Amazon-Wunschlisten und ganz vielen anderen Anbietern, die so Wunschlisten anbieten. Aber leider. Ich finde es auch schade. Ich fand das cool. Das war immer so ein bisschen so Mini-Weihnachten. Schade.